Naja, die Uhrzeit wird dann nicht ganz so ausschlaggebend sein, obwohl es ist 21 Uhr und es wird dann um 0 Uhr wahrscheinlich, kommen ja da bekanntlich die Geister. So, beweg dich in Richtung der engen Stellen, bla bla bla, um dich hindurch zu zwängen. Und ich habe schon mal vorne weg, so, gehen wir mal rein, da liegt eine Batterie. Wenn ich Dokumente jetzt finde, werde ich sie nicht ganz durchlesen, ich werde nur mal ein paar wichtige Sachen und Fakten nennen und dann könnt ihr in der Zeit stoppen, weil viele von euch das schon kennen. Wurde ich mal angeschrieben, deswegen mache ich das einfach mal so. So, A214. Muss ich da wirklich reingehen? Hier ist also... Ah, Dokumente. So, ich werde nur die wichtigsten lesen. Mount Massive K.O. Der P-Status. Das ist von einem männlich 19 Jahre alten Patienten. Die haben noch was ausprobiert. Stufe 4, Diagnostik. Aha. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff. Psychiatrie, dieses deutete auf eine Klasse. Okay. Alles klar. Die haben ja also wilde Experimente durchgeführt. Das war jetzt nicht ich. Das gefällt mir gerade nicht. Ach du Heilige, was ist mit der... Was ist mit der Musik hier los? Oh. Springe mit A, um den Luftschacht zu erreichen. Was? Oh Gott. Gottes Willen, was ist hier denn passiert? Hier geht's nicht weiter. Ich bin wagemutig, ich geh rein. Oh mein Gott, da ist irgendwie ein Monster, glaube ich. Der hat es doch gerade geschlossen. Also, na gut, ich spring erstmal rein hier. Ich will nicht wissen, was drin ist. Oh mein Gott. Ah, wird nicht wer gleich irgendwie von links erschreckt oder so? Ah, nein, hier nicht. Hä? Wer war das denn jetzt schon wieder? Gut, wir gehen mal weiter. Wir haben zwei Batterien. Die eine habe ich ja am Anfang... Ist da gerade... Da war doch gerade einer, oder? Hm. Ich weiß nicht, soll ich runterspringen? Wow! Speichert. So. Library. Wir gehen rein. Wir gehen weiter. Boah, hier hängen überall Leichen. Ich will nicht wissen, ob noch so ein Teil runterkommt. Sieht aber erstmal clean aus. Was war das, Livo? Uns erwischt. Der sieht aus wie einer vom Militär. Er hat was aufgeschrieben. Ich bin drin. Hä? Was macht er da? Ich will's lesen. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research Systems. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückten machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheiten wurden aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Dann, das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Er ist tot, er hat uns gewarnt, wir sollen rausgehen. Boah, es ist stockfinster. Wenn ich keine Batterien habe, dann bin ich echt am... Ne, weißt wo. Wo geht's jetzt hier weiter? Ah, eine Tür. Oh mein Gott. Was? Gott, wer war das denn gerade? Der schnauft auch richtig doll. Was ist denn das für ein Müll?
Da hört uns doch gleich jeder. Ich gucke mich erstmal ganz, ganz ruhig hier um. Man kann nach rechts auch. Ah, das ist eine Blume. So. Ah, hier ist nichts. Erstmal gehen wir weiter. Aber ganz, ganz vorsichtig. Ich will nichts überstürzen. A205. Da ist der Typ gerade reingegangen. Hier geht's nicht lang. Hier sind Barrikaden. Aber hier geht's lang. Dann gehe ich zuerst mal hier rein. Aber ich glaube, die ist blockiert. Ja, blockiert. Gut, dann renne ich mal. Und zwänge mich wieder hier. Gott, was? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was soll ich machen? Oh Gott, das war der. Was ist los? Ach du Scheiße. Wer singt da so? And who are you, then? Ich bin... ein Journalist. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Was? You have a calling. Ich? Ich bin ein ganz normaler Mann. Du kein Auserwählter. Ist er jetzt lieb oder böse? Wer war das? Und der uns runtergeschubst hat, warum ist er nicht bei uns? Oder kommt er jetzt? Wir sind in der Lobby. Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Deine Ziele werden in deinem Notizblock aktualisiert. Ja, irgendwo da. So. Boah. Was? Nein. Wie mache ich das aus? So mache ich es aus. Ja, das sieht sehr, sehr sicher aus hier. Keine Frage. Was ist denn hier passiert? Die sind komplett durchgedreht. Die haben ja mit allen hier Experimente gemacht und keine Ahnung, was sie gemacht haben hier. Boah, ist ja komisch. Was ist hier drin? Eine Computerhalle. Und das Militär, was am Haupteingang war, das wurde wahrscheinlich jetzt komplett umgebracht. Boah, Alter, ich habe so das Gefühl, irgendwie... die erwachen. Oh, nee, ey, das kann ich gar nicht ab. Ich werde nicht nochmal so erschreckt von diesem komischen Typen, aber ich habe das Gefühl, den werden wir nochmal sehen irgendwo. So, wir werden hier auch... Warum steht da dieser Tipp gerade? Gottes Willen, shit, 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 shit. Gott, wer... Hilfe, wer... Was ist das denn? Exit. Kann ich nicht öffnen. Okay. Das sieht, ich muss da jetzt vorbei? Verstehe ich das gerade richtig? Oh mein Gott. Alter, nee. Hä? Was machst du da? Ich will näher ranzoomen. Wie sieht der aus, verdammt? Hurra, ich will weg mit der Kamera. Hä? Warum? So, jetzt. Gott, hier müssen wir weiter. Nein. Was? Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Hä? Muss ich da jetzt lang? Nee, es muss noch einen anderen Weg irgendwie geben. Glaube ich. Ich kann da doch nicht einfach so durchspazieren. So, schließ das mal bitte. Wie jetzt? Ich muss da tatsächlich durch? Ah. Heiliger Klabautermann. Na gut, dann gehen wir da jetzt mal durch. Oh, ich weiß nicht. Ey, die werden mich doch töten wieder, oder? Die müssen mich erschlagen, oder wie? Oh, Mist. Oh Gott, der hat nur was aufgeschrieben. Eine Reihe gerochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt. Was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Eine Hülle? Nein, warum öffnet der das immer wieder? Kann ich hier lang gehen? Sehen die mich nicht?
Ja, die sind tatsächlich nur eine Hülle. Aber dennoch. Oh nee, ey, das ist doch... Nein! Oh Mann. Gott, ey, die... Das waren, glaube ich, alle mal Menschen. Gott. Was hat der... Verschwellung da. Oh. Lecker. Sowas ist sehr, sehr lecker. So, gehen wir mal weiter. Hä, wo... Was müssen wir denn hier machen? Hier geht's weiter. Weh, ihr fällt irgendwie mich gleich an. Dann raste ich hier aus. Oh, ich will gar nicht weiter eigentlich. Oh, ich will da jetzt nicht durch. Ist das... Oh, nee, Mann. Ich komm da immer... Hä? Der ist tot. Ey, komm bitte. Fall mich jetzt nicht an, Freund. Bitte nicht. Wetten, da ist irgendwie so ein Schlüssel oder so? Oh, nee, ich muss... Ach, verdammt, ich muss da jetzt lang. Wie spät ist es eigentlich jetzt? Ah, die Uhren sind also stehen geblieben. Habe ich es mir doch gedacht. Deswegen auch vorhin dieser... Im ersten Part... Dieser Nicht-Stromausfall. Also die haben den Strom gar nicht gespart und so. Es kommt davon, wenn man hier nicht auf die Haushygiene achtet. Ah, der hat eine Karte. Oh, der wird doch nochmal wach. Ey, der wird doch nochmal wach, wenn ich da hingehe. Alter, nee. Der greift mich bestimmt an. Oh. Nein, doch nicht. Ich habe Glück gehabt. Sehr gut, ich habe diese Karte jetzt und... Notizblock für eine Aktualisierung. Was? Hier ist doch gar nicht... Hä? Ach da, die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal benutzen. So. Die sind alle gestört. Hallo. Du bist hässlich. Hallo. Guck mal, ich kann mich auch... Ich kann ihn auch schlagen oder so. Er merkt das nicht. Oder? Merkt er das, wenn ich so vor ihm bin? Hm. So. Dann gehen wir mal weiter. Na, du Behinderter. Was ist jetzt los? Oh, weg mit dir. Was? Was ist das für eine verkrüppelte Kacke hier? Renn! Boah! Ich dachte, die sind alle nur Hüllen und so. Oh, und jetzt geht's auch noch weiter. Ich liebe es so, weißt du? Hä? Abgeschlossen, wie komme ich denn da hin? Ach, wieder in die Lobby gehen wahrscheinlich. Ich habe eine Karte für irgendeinen Sicherheitsterminal. Vielleicht ist das in der Lobby. Ich bin ja hier durch die Computers gegangen. Warum habe ich die Tür geschlossen? Verdammt, ich hasse es. Ich hasse mich manchmal selbst. Alter, der hat mich einfach so angegriffen. Was ist denn das für ein scheiß Spiel? Nein, okay. Boah, Alter, wie sieht denn das hier aus? Ah, hier ist noch ein Computerraum. Nee, dieses blockiert. Das... Ein Fahrstuhl. Ah, Fahrstuhl können wir benutzen. Obwohl, da stand Sicherheitstrakt, ich weiß nicht. Vielleicht geht's auch hierfür. Oh, ne, der ist auch blockiert. Aber dieses Monster, das war über uns. Verdammt, ich weiß nicht, wie ich... Die in der Lobby, die sind, glaube ich, alle tot. Was ist denn hier? Oh, Dokumente. So, die gucke ich mir nochmal kurz an. Betrifft Zugriff auf Psychiatrie, bla bla bla. Eine stattliche Erklärung wurde von dem Direktorenausschuss seitens der Mirkow... Hardline Security, MHS, geliefert. Die Grund zur Folgeannahme haben katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Ja, ich glaube sogar mehr noch. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch Eide staatliche Erklärungen und Zeugnisaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berichtung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS... vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieser Dokumente verzichten sie, bla 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 bla, ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechende Maßnahmen bedürfen, bla bla, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Die Ermahnung bekommen. Und ich würde sagen... Wir müssen langsam mal weiter. Ich habe das dumpfe Gefühl, wenn ich hier länger bleibe, passiert irgendwas. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh, ich will da gar nicht lang, ganz ehrlich. Hier ist ein Fahrstuhl. Was? Was war das? Security Room, hier lang.
Du kannst nach... Was? Ich weiß nicht was, wo, wie nach hinten schauen. Ist mir auch vollkommen egal jetzt. Alter, der ist hier irgendwo reingelaufen. Oh Gott. Boah, da hat jemand aber richtig Dampf abgelassen. Witness. Ja. Was wurden hier für Experimente gemacht, wenn ich mal doof fragen darf? Und ach so, und ich soll das jetzt sauber machen? Nee, das könnte ich schön vergessen. So, gehen wir weiter. A121. Gott, was liegen hier für Gedärme alles rum? So. Hier ist ein Boxsack. Nee, das ist kein Boxsack, das ist ein Licht. Oh, Batterien. Immer in Räume gehen, das ist sehr gut. Was? Ja, die Tür ist zugegangen. Das ist echt wunderbar. Ach, du heilige Wurst. Das gibt's doch nicht. Ey, jetzt muss ich die wieder aufmachen. Ich werde von 100 Pro von irgendwas angegriffen gleich. Pass auf. Ich mache sie sofort auf. Ich habe den Trailer ja gesehen. Das, was immer bei mir am Ende kommt, da versteckt er sich unterm Bett, ne? Und, dann denkt man, er ist weg und dann guckt man nach rechts und dann ist er da doch noch und das habe ich, jetzt habe ich voll die Angst. Ich bin voll geplättet davon. Ich gehe einfach mal weiter kurz, hier ist Security Room. Gott. Gott, wo bin ich hier dran? Oh nein. Wieder Leiche dahinter, sehen wir. Ja, der ist tot. Der hat seine kompletten 5 Liter Blut verloren. So, nimm mal auf hier. Welches Experiment ist nur so dermaßen schiefgelaufen, dass alle sich verwandelt haben? Viele nur noch Hüllen, aber auch viele haben es auf uns abgesehen. Im nächsten Part sehen wir da mehr.